Willkommen zurück zu SFS Sonnensystem und heute kommt der letzte Planet dran, danach sind die Monde dran und zwar werden wir das Ganze hier erstmal löschen und wir machen das so. Die Bildgröße, die lassen wir so und zwar haben wir einen Planeten, der letzte Planet hier wird ein Gasplanet sein, ein ziemlich großer Gasplanet und wir fangen einfach an, indem wir hier den Kreis machen, wie immer eigentlich. Und zwar machen wir das noch ein bisschen größer. So sollte es klappen. Und dann wählen wir uns eine Farbe aus. Und zwar wird das hier so ein Türkis, so ein Lila. Also in etwa so, denke ich mal. Vielleicht auch noch etwas dunkler. Also so ähnlich. Und dann verändern wir hier die Zahlen mal ein bisschen. Zu 170, ja 125, 170. Dann sieht das Ganze so aus. Und das machen wir jetzt hier mal so. Einmal kleiner und wieder größer. Und dann machen wir so. Und dann machen wir wieder ein Schloss dran. Und jetzt fügen wir weitere Formen hinzu. Und zwar machen wir hier erstmal einen Kreis. Wir machen das mal ein bisschen größer. Etwa so. Und dann machen wir folgendes. Opacity auf 0. Machen dafür aber den Ring größer. Und wir machen das wieder auf eine Farbe. Und zwar ja, machen wir das mal etwa so. Und machen nochmal den Blur Radius auf 5. Dann sieht das Ganze so aus. Das lassen wir so. Relative Größe machen wir doch noch mal ein bisschen kleiner. Vielleicht so. Oder, ja, wobei, machen wir es einfach auf 95%. So. Und die relative Position, wir packen es wieder in die Mitte. Und dann sieht das so aus. Davon würde ich jetzt weitere Ringe hinzufügen. Dann sieht das Ganze so aus. Ich finde, das ist eigentlich ganz okay. Haben wir hier eben verschiedene Ringe im Inneren. Und das speichern wir einfach mal. Ja, einfach als Bild speichern, als PNG. Und dann speichern wir das auch als Projekt. Und da ist der Name, Polon. Und dann löschen wir das Ganze und machen hier wieder die Bildgröße. Und zwar, keine Ahnung. Es wird jetzt hier etwas anders sein, weil ich gerne noch Ringe hinzufügen möchte. Deshalb werde ich mal gucken. Wir nehmen auf jeden Fall die Breite hier 200. Und die Höhe würde ich sagen 500. Oh, ich habe die Zahlen vertauscht. Also hier 400 mal machen wir doch 1000 und das machen wir auf 200. Also so. Und dann nehmen wir eine Form, die dann eben etwas breiter ist als das Feld. Im Ganzen geben wir einen Gradient. Und zwar muss ich jetzt gucken, welche Farbe das war. Ich glaube, das war die Farbe hier. 192, 129, 198. Also
192, 129 und 198. Ja, ich glaube, ich habe mir das Richtige gemerkt. Und hier oben, Mist, ich habe es ein bisschen verschoben. Machen wir das Ganze mal durchsichtig wieder. Also das haben wir hier, das ist dann die Atmosphäre. Wird dann etwa bis hier gehen. Und dann holen wir uns ein neues. Also hier wieder ein Schloss drauf. Dann holen wir uns ein neues, eine neue Form. Man sieht das Ganze so aus. Und die relative Position ist relativ unwichtig, würde ich sagen. Aber wir machen es trotzdem einmal. Also wir gehen hier überall hin und machen nur das von links nach rechts in der Mitte. Weil würden wir das von oben nach unten in die Mitte machen, dann könnte es zu Problemen kommen. Weil wenn wir jetzt so machen, dann wäre das halt ziemlich bescheuert und da ist eine Lücke, weshalb ich das ganz gerne mal bewegen würde. Und zwar hier mit Position. Einmal nach unten und dann sieht das so aus. Ja, dann speichern wir das auch mal als Projekt und zwar als Atmo. Ja, stimmt. Polon Atmo. Und dann okay und dann speichern wir das auch mal als Bild. Höhe und Breite ist, denke ich mal, ganz okay. Und dann gehen wir hier zu Z-Archiver, gehen in den Pixel Lab rein und da sind auch noch ein paar Sachen vom letzten Mal. Also wir benennen das hier erstmal um. Das ist Polon und das hier ist Atmo Polon. Also so. Und dann sagen wir hier Mehrfachauswahl. Wählen die beiden aus. Okay. Gedrückt halten. Ausschneiden. Dann Android Data nach unten zum Spiel. Files, Custom Solar Systems, Flagare System und Texture Data. Dann hätten wir das. Und dann gehen wir hier nochmal rein in Example, Planet Data und gehen natürlich zum Jupiter. Wir sagen kopieren. Wir gehen raus, wir gehen ins Flagaris-System und fügen das mal ein. Und dann öffnen wir das mit dem da. Das müssen wir auch noch umbenennen, das habe ich ganz vergessen. Also hier umbenennen und wir sagen Polon. Öffnen und dann haben wir es. Den Radius, ich würde den ganz gerne ein bisschen kleiner machen, weil es hat ja noch einen Ring dazu. Deshalb würde ich sagen, ja, vielleicht nicht ein Zehntel, aber machen wir mal so, das sind dann etwa 2/3. Und hier sagen wir, die Gravitation liegt bei 20. Da haben wir das. Time Warp Height, das werde ich danach noch mal ein bisschen verändern. Map Color, das müssen wir auf jeden Fall noch mal gucken. Also, was hatten wir hier als Farbe? Wir nehmen uns das unterste und schauen uns mal die Farbe an. Also was war das hier? Das war, oje, ich weiß nicht genau, 1,9, 1,3, 1,9.
ja, sagen wir 1,9, 1,3 und 2. Also 1,9 und 1,3 und 2,0. So, die Opazität lassen wir das einfach so. Die Atmosphärenhöhe würde ich auch kleiner machen, so auf 700.000. Und dann würde ich hier mal sagen, machen wir das auf 60.000. Das sind 700.000. Ja. Nicht 60.000. Density und Curve. Curve werde ich nochmal gucken, wie das dann aussieht. Ich habe ja hier diesen Curve-Rechner, den ich euch ja schon erklärt habe in SFS Tutorial. In der Atmosphären. Textur, nee, Atmosphärenteil halt. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war. Da ist eben ein Link drunter und da kann man sich das mal anschauen. Parachute Multiplier Atmosphere lasse ich mal so. Shockwave Intensity, Min Heating Velocity, alles bleibt so. Das hier wird geändert. Also Atmo, ja, genau, brauchen wir gar nicht. Also Unterstrich und sagen Pollon. Die Erdwolken lassen wir so. Die Höhe würde ich allerdings doch ein bisschen kleiner machen. Das war ja vorher 100.000. Jetzt sind es ja nur noch 700.000. Deshalb würde ich sagen, machen wir 65.000. Und die Höhe hier machen wir ganz einfach so. Das hat natürlich den Grund, dass die Atmosphärentextur nicht nur die Atmosphäre selber enthält, sondern eben auch die Ringe. Und hier sagen wir nicht Jupiter, sondern eben Pollon. Ja, die Zahl würde ich mal, glaube ich, so lassen. Die ganzen Oberflächentexturen lasse ich auch so. Collider ist natürlich Volz, das muss ja so sein, ist ja ein Gasplanet. Und das hier werden wir anschließend wahrscheinlich auch noch ein bisschen verändern. Aber ich würde sagen, wir lassen das einmal so. Was? Okay, das macht keinen Sinn. Landed true und Takeoff auch true. Okay, ich glaube, das stimmt zwar so nicht, weil es theoretisch nicht möglich ist, auf dem Planeten zu landen. Aber wenn die das so wollen, ich ändere es einfach. Also dumm. Man kann ja nicht drauf landen und auch nicht davon abheben. Die Atmosphäre schon, Orbit auch schon und Crash. Ja, braucht man vielleicht keine Oberfläche. Ich meine, wenn man in der Atmosphäre auseinanderfliegt, kaputt geht halt. Dann würde ich sagen, ist das ganz okay. Das Ding hat kein Nebel von mir aus. Und dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal. Das sollte so ziemlich alles gewesen sein. Ah ne, wobei. Orbit Data. Logisch. Flagaris. Und das ist eine unmenschlich hohe Zahl. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen eine 3 weg. Oder so. Also wir haben hier 1000. Wir haben hier Millionen. Das heißt, wir haben hier knapp 4 Milliarden. Und Terra ist 1,5 entfernt. Ja, machen wir mal aus dem Gesamten hier 3, so. Also wir haben hier 1000, wir haben hier Millionen, dann haben wir 3 Milliarden, das heißt, das ist 1,5 mal so weit von Flagaris entfernt wie Terra. Ich denke mal, das ist ganz okay. Und dann speichern wir das auf jeden Fall schon. Dann gehen wir hier rüber und was war hier der Radius? Das waren 2,5 Millionen plus die 700.000, also etwa 3,2 Millionen brauchen wir hier. Also das sind 32.000
Das sind 3,2 Millionen. Machen wir mal 3,3 draus. Machen wir hier 0,0 und sagen Polon. Puh, okay. Dann ab in SFS. Okay. Ich sehe da schon was. Also ich sehe einen Ring und ich sehe eine Atmosphäre. Es wird wahrscheinlich nicht super schön sein. Aber da haben wir es. Okay, es sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Also, ja gut. Die Atmosphärentextur muss ein bisschen zugeschnitten werden. Und irgendwie passt das nicht. Die Atmosphäre streckt sich immer weiter aus. Aber an sich ist ganz okay, denke ich mal. Wollen wir den Stern? Da haben wir den Stern. Ist ganz okay. Die Farbe stimmt auf keinen Fall. Also da müssen wir dringend was ändern. Ein bisschen mehr Rot, ein bisschen mehr Blau, würde ich sagen. Und eben ein bisschen weniger Grün. Aber an sich ist es ganz okay, würde ich mal sagen. Also ich habe hier vor allem noch einen Ring hinzugefügt, die Größe der Ringe ein bisschen verändert. Die waren mir ein bisschen zu klein, deshalb habe ich die ein bisschen größer gemacht. Und die Textur vom Planeten selber habe ich eigentlich kaum verändert. Ich habe hier natürlich die Farbe verändert, die Atmosphärenhöhe habe ich ein bisschen verändert und da haben wir die Position im Sonnensystem. Farbe ist ganz gut, würde ich sagen. Und ja, da haben wir es. Ich habe auch hier die Höhe vom Launchpad ein bisschen niedriger gemacht. Vielleicht sollte man erst das Triebwerk anmachen. Okay, das klappt so nicht. Oder wir rutschen einfach. Das geht auch. Ja, jedenfalls sind wir hier ziemlich dicht über der Atmosphäre. Und da sind wir in die obere Atmosphäre eingetreten. Wir werden gleich knusprig verglühen. Ja, jedenfalls haben wir hier den Planeten. Sieht ziemlich gut aus, würde ich zumindest sagen. Ihr könnt eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr das eben auch machen. Und ja, da heizen wir ganz schön auf. Wir haben hier halt den Cheat dabei, damit wir eben nicht kaputt gehen. Und wir müssen bis 15 Kilometer Höhe warten, bis wir den Fallschirm öffnen können. Also es wird noch eine Weile dauern. Und ja, das war es eigentlich so ziemlich. Also ich habe hier vielleicht auch noch die Wolken ein bisschen verändert und so, aber sonst nicht viel. Und ich hoffe halt, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.